Torkanal Total am Dienstag. Herzlich willkommen. Heute ohne unseren Maxi Lesser. Unser Cheftaktiker ist auf Trainerfortbildung. Aber dafür haben wir uns drei Spiele rausgesucht. Heute statt zwei. Borussia Fulda gegen Rot-Weiß Frankfurt haben wir im Programm. Dann natürlich der Auftritt von Steinbach gegen Schwalmstadt, das Spitzenspiel der Verbandsliga. Und der A-Liga Fulda-Meister steht fest. Das ist der TSV Pilgerzell mit einem 3:0 in Schmalenau. Auch da haben wir noch ein paar Stimmen dazu. Fangen aber an im Stadion 0:5 gegen Rot-Weiß Frankfurt. Das war phasenweise schon wirklich erschreckend, was die Borussen da gespielt haben. Der Varol Agöz hat drei Tore geschossen, die schauen wir uns jetzt erstmal an. Da haben wir das 0:1, das ist ein Traumkonter nach dem Ballverlust. Ja, schneller, schöner kann man es eigentlich gar nicht spielen und der Abschluss, ja, zeugt von Klasse, das ist ein richtiger Torjäger. Das 0:3, eine super Flanke, die Flanke kommt und da will der den Ball hinhaben. Also der köpft ihn genau da, wo er hinhaben will, super Kopfballtor. Und beim 0:5, sein drittes Tor, dann klebt der Ball am Fuß, auch wenn die Borussen gar nicht mehr richtig angreifen, setzt sich dagegen drei Mann durch und erzielt das 0:5. Ja, so ein Mann ist natürlich begehrt, ist ganz klar. Und wir haben ihn mal ans Mikrofon geholt und haben ihn gefragt, ob er denn nächstes Jahr noch bei Rot-Weiß Frankfurt spielt, wie er die Chancen sieht im Rennen um die Meisterschaft gegen Watzenborn. Varol Agöz, der Mann mit 23 Toren. Letztendlich in der Höhe 5:0 ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber wir haben nach dem 2:0 haben wir eine schwierige Phase gehabt. Wenn da der Anschlusstreffer fällt, dann wird es nochmal schwer. Die Phase haben wir überstanden, haben wir zum richtigen Zeitpunkt das 3:0 gemacht und dann haben wir die Partie vollkommen unter dem Griff gehabt. Also. Du machst die Buden, wie du sie brauchst. Wie sieht es nächste Saison aus? Hast du dich da schon entschieden oder wie ist denn da die Tendenz? Nee, noch keine Gedanken. Es geht hier jetzt noch zwei Spiele vor dem Schluss. Da gibt es nur Rot-Weiß Frankfurt. Also. Okay, denkst du, dass Watzenborn hat ja auch gewonnen. Denkst du, das reicht trotzdem noch zur Meisterschaft? Also, wir haben es letzte Woche in der Hand gehabt. Jetzt müssen wir hoffen, die zwei Spiele zu gewinnen und dass die patzen. Also, unser Soll ist jetzt zwei Siege. Ja, das war schon schlimm zum Mitanschauen am Samstag. Das 0:5 hat ein bisschen wehgetan, dazu zu gucken. Ja, und so richtig gejubelt hat dann auch keiner mehr über den Klassenerhalt nach der hohen Niederlage. Der Martin Hohmann, Sportdirektor, saß auf der Tribüne und hat sich das ja auf der Tribüne mit angeschaut und hier seine Meinung. Gott sei Dank bin ich kein Trainer mehr. Das wäre so ein Spiel für mich gewesen, heute zum Ausrasten. Also ich sag mal, sehr bekannt, wenn du gegen eine richtig gute Mannschaft, das haben wir ja gesehen, die stehen auch nicht zu Unrecht da oben, Rot-Weiß Frankfurt, aber du kannst ja nicht so Geleitschutz geben von der ersten Minute an, du kannst ja nicht einfach spielen lassen, dich daneben stellen, nichts unternehmen, dass du den Ball gewinnst. Also mit meinen Mannschaften musste ich immer, wenn du gegen spielstarke Truppen triffst, dass du einfach einen Zweikampf machen musst, da musst du aggressiv sein, da musst du dabei sein, du kannst ihn nicht einfach spielen lassen, schnell direkt spielen lassen, wir haben den hier Spiel ja gar nicht unterbunden, also von daher war von der ersten Minute an klar, wenn sich nicht irgendwas tut oder durch Zufall mal ein Tor fällt, hast du heute keine Chance und so ist es auch gekommen. Die Leistung war in allen Belangen enttäuschend von Borussia am Samstag, das war phasenweise eine Vorführung, ja, Rot-Weiß Frankfurt war stellenweise mehr als eine Klasse besser, das muss man neidlos anerkennen und trotzdem, der Klassenerhalt ist geschafft. Ich glaube nicht, dass Rot-Weiß sich vorgestellt hat, dass es hier so einfach wäre. Also wie gesagt, da muss man schon ein bisschen was tun, läuferisch, kämpferisch, hat alles ein bisschen platt gewirkt, wie auch immer. Aber Gott, Mission, wie du jetzt richtig sagst, war einfach die Klasse halten. Wir müssen das irgendwie abhaken jetzt, Klassenerhalt, wenn er denn durch ist, alles in Ordnung. Aber ich denke mal, nächstes Jahr wird es solche Spiele nicht mehr geben. Was so aufgefallen ist, ist, ich sag mal, der Mann kommt aus der Regionalliga, Sebastian Schmier, und rennt 20 Mal in der zweiten Halbzeit ins Abseits. Da waren ja Szenen dabei, wo die sich gar nicht mehr getraut haben, den Schmier anzuspielen. Das darf nicht passieren, oder? Das hat doch nichts mit einer Verletzung zu tun. Nein, also ich sag mal, zum einen Cleverness des Gegners, die haben das wunderbar immer gespielt, im richtigen Moment rausgeschoben, da gehört ja auch was dazu. Das zweite ist, dass die Pässe natürlich stellenweise auch viel zu spät gespielt werden. Das heißt, wenn ich den zweiten oder dritten Kontakt brauche, um ihn dann reinzuspielen, dann ist es meistens zu spät, dann muss ich den ersten mal nehmen. Und zum dritten ist einfach von Sebastian, ja, da muss er einfach irgendwann drauf achten. Ein-, zweimal darf es ja passieren, aber nicht vier-, fünf-, sechsmal, also da hat man gar kein Verständnis für. Also kleiner Vorschlag, ihr holt den Kara, ihr holt den Agöz und nach vorne ist nächstes Jahr alles gelöst. Gut, ich sag mal, das sind natürlich klasse Leute, brauchen wir ja drüber reden. Aber wenn ich das sehe beim vierten, fünften Tor, natürlich auch wieder das typische Geleitschutz gegeben. Darf natürlich so nicht passieren. Da hat man aber gesehen, welche Klasse in denen steckt. Aber wir kriegen auch solche Leute. Da sind wir mal gespannt, da freuen wir uns drauf. Letzte Frage, Martin. Jetzt fordern die Fans Roland Bormann. Ein Einsatz für Roland Bormann. Jetzt kann man ja so ein Späßchen machen. Wird es den geben, den Einsatz? Ich bin ja kein Trainer, aber wenn ich Trainer wäre, ja natürlich. Wir wechseln die Liga, gehen eine Klasse tiefer in die Verbandsliga Nord.
Der SV Steinbach hat ganz klein bisschen gefehlt und am Sonntag wäre die Meisterschaft schon perfekt geworden. Dazu hätte es aber einen Sieg benötigt gegen Schwalmstadt. Es hat zum 0:0 gereicht, aber es war ein 0:0 der besseren Sorte. Und wir haben uns drei Szenen mal rausgepickt aus dem Spiel. Da haben wir einmal den Freistoß vom Julian Rode. Schöner Freistoß, es war eigentlich so die beste Chance von Steinbach im Spiel. Aber auch Schwalmstadt hat Möglichkeiten gehabt. Da ist die Ecke hier und dann der Jannis Lerch per Kopf. Das hätte das 1:0 für Schwalmstadt sein können. Und danach die Chance von Lindenthal. Zweimal Marco Motzkus, der super reagiert. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Kassel 2 gewinnt am Freitagabend nicht gegen Melsung. Dann wäre Steinbach am Freitagabend schon Meister auf der Couch. Oder aber die Steinbacher machen es ganz einfach in Willingen perfekt. Am Samstag 18 Uhr ist das Spiel. Ja, und da kann man es dann mit einem Unentschieden selbst perfekt machen, auch wenn Kassel 2 am Freitag gewinnen sollte. Michael Wiegand, der Kapitän, Titel ist eigentlich nur aufgeschoben. Also ich sage mal, ein Punkt hier daheim gegen Schwalmstadt ist super, sind wir super im Zoll. Auch dass Eschwege gegen Kassel da 1-1 spielt, selbst damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Kassel auch das gewinnt, aber top, wir haben eine Top-Ausgangslage, drei Spiele, noch einen Punkt. Und ich denke mal, sollte jetzt uns keiner mehr nehmen. Willing ist natürlich prädestiniert für eine Meisterschaft. Die Steinbacher können im Badidorf alles klar machen. 13.15 Uhr setzt sich der Dross am Samstag in Bewegung, 18 Uhr ist das Spiel. Ja, Michael Wiegand, schau mal dem Spiel entgegen am Samstag. Ja, gegen Willing zu spielen ist immer unangenehm, sage ich mal. Die sind körperlich sehr robust und der Platz, weiß nicht, ob der immer im besten Zustand ist. Aber naja, ich sag mal, wenn du da Meister wirst, da hast du eine schöne Auswärtsfahrt, eine schöne lange. Neuer Meister der A-Liga Fulda ist seit Sonntag der TSV Pilgerzell. 3:0 haben sie gewonnen in Schmallnau und das reicht den Pilgerzellern, um ein Jahr nach dem Abstieg wieder in die Kreisoberliga zurückzukehren. Herzlichen Glückwunsch von der Torgranate aus. Wir schauen uns mal ein Tor an, das haben wir uns rausgesucht. Und zwar ist das der Freistoßtreffer von Daniel Kretz. Ein wunderschönes Tor und danach natürlich hier die Feierlichkeiten. Klar, da haben die Jungs ordentlich einen abgezogen. Sehr schöne Bilder. Und unser Kollege Christian Halling, der hat sich mal auf den Weg gemacht und hat eben jeden Kapitän Daniel Kretz und den Torjäger der Pilgerzeller, den Viktor Faulstich, ans Mikrofon geholt. Daniel, Glückwunsch, sensationell, früh die Meisterschaft eingefahren. Wie wichtig oder wie geil ist das jetzt, nachdem das letzte Jahr so bescheiden verlaufen ist mit dem Engelheim-Spiel? Ja, ist natürlich ein unbeschreiblich geiles Gefühl. Letztes Jahr, sag mal, ganz am Ende noch abgestiegen, hätten das sein müssen. So, wir haben ein bisschen schwer in die Saison gefunden, aber jetzt sind wir eine richtig geile Truppe mit einem super Trainer, super Mannschaftsleistung, haben uns gesteigert im Laufe der Saison. Ich denke jetzt auch verdient Meister geworden. Hat man einen Eindruck gehabt, ihr wart heute ein bisschen angespannt. Willst du das unterschreiben? Und ja, natürlich. Es ist natürlich ein besonderes Spiel, wenn es um alles geht. Ich denke mal, die ganzen Leute waren angespannt. Ein paar haben auch nicht so gut geschlafen, aber trotz allem haben wir es gut gemacht heute. Und dann ein 1-0, das hat hier alle Knoten gelöst. Ich wusste gar nicht, dass du so viele Kran so einen Ball ins Tordreieck ziehen kannst. Ja, die Seite kenne ich auch nicht von mir. Ja, ich habe ganz gut getroffen. Normal schieße ich gar keine Freistöße, aber naja, wahrscheinlich habe ich nicht richtig getroffen, deswegen ist er reingegangen. So, bei uns Torjäger Viktor Faulstich hat auch heute wieder getroffen. Viktor, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Ja, danke. Was bedeutet das für dich? Erste Meisterschaft im Seniorenbereich. Ja, es gibt nichts Besseres. Vor allem mit der Truppe da. Hast du ja gerade gesehen, wurde ja auch nass gemacht. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Auch wenn ich jetzt heute kein Tor geschossen hätte, wäre mir egal gewesen. Hauptsache Meistertitel. Wie war die Saison für dich? Hast ja echt dich weiterentwickelt auch. Also, wie würdest du es beschreiben, das letzte Jahr? Ach ja, ich habe viele Dinge auch verschossen. Aber es lief eigentlich insgesamt ganz gut. Jetzt 21 Tore. Mal gucken, was der Edelzeller Junge macht. Ja, weiterentwickelt hat mich schon, aber ich bleibe auf jeden Fall im Pilgerzell. Habt ihr gehört? Die Meisterschaft hat natürlich einen Namen, das ist Thorsten Renz, der neue Trainer der Pilgerzeller, auf Anhieb die Meisterschaft eingefahren. Glückwunsch Thorsten auch, habt das souverän gemacht, Pilgerzell war richtig gut drauf. Was war denn der Erfolgsfaktor in Sachen Meisterschaft? Auf jeden Fall extremer Wille. Also sie waren alle Mann gewillt, das Ding vom letzten Jahr auszuwetzen. Wir haben super im Training mitgezogen, wir haben eine tolle Trainingsbeteiligung. Die Jungs haben die Dinge einfach umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Und das war das A und O. Im Fußball geht es einfach darum, ein Ticken besser zu sein wie der Gegner. Und das hat man, glaube ich, in jedem Spiel gemerkt, dass die Jungs gewillt waren, das zu geben. Und dazu haben wir sicherlich versucht, auch uns gut aufzustellen, auf die Gegner einzustellen. Das ist, glaube ich, im Gesamtpaket gelungen, deswegen war es auch verdient. Zum Abschluss haben wir uns noch mal so zwei Anekdoten rausgesucht, damit ihr mal seht, wie schwer unser Reporterleben nämlich ist. Das ist gar nicht so einfach, jemanden vernünftig ans Mikrofon zu bekommen und wir kriegen dann auch mal ein bisschen was ab. Christian Halling
auf der Suche nach Interviewpartner Viktor Faulstich und im Gespräch mit Thorsten Renz und schaut mal, wie schwierig das ist. Warum soll ich denn Interview? Dann machst du weg. Was? Soll ich jetzt wegmachen? Du kommst auch nochmal dran. Die wollen mehr Vollrecht gestalten. Das ist, denke ich, auch nochmal wichtig, weil wir ja auch mit Grünshausen. Handy weg, Christian! Lass dich erzählen! Damit danke fürs Zuschauen und wenn es Spaß gemacht hat, sehen wir uns wieder nächste Woche Dienstag. Du willst nichts von Torgranate TV verpassen? Dann abonniere unseren Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und klicke für noch mehr osthessischen Fußball auf die Videoboxen.